Moin Leute, der stählerne Jägermodus ist jetzt seit einiger Zeit im Spiel und läuft auch noch ein bisschen und es gibt leider keine Replay-Funktion, deshalb versuche ich euch mal anhand eines Streams, einer Streamaufzeichnung zu zeigen, wie man diesen Modus eventuell ganz gut spielen kann und eventuell auch gewinnen kann. Regel Nummer 1, die ich jetzt verfolgen würde, ist, nehmt den deutschen Panzer. Wenn ihr Solo spielt, ist es einfach für die ersten paar Level der beste Panzer, hat die beste Panzerung und hilft euch in diesen 1 gegen 1 Situationen gerade am Anfang eine ganze Menge, falls die Gegner an euch abprallen sollten. Er macht das jetzt hier am Anfang nicht, kommt zweimal durch mich durch, Auto-Aim außer Fahrt oder sowas. Ich nehme jetzt direkt die Heilung, die auf 5 ist, weiß aber auch, dass er bisher wahrscheinlich noch nichts aufgesammelt hat, so wie er hier herpest. Das heißt, er hat 8 Schuss und mit den 8 Schuss kann er mich eigentlich relativ schwer komplett zerstören, falls er ein, zwei Mal an mir abprallt, ich die Heilung benutze. Und da ich ein Munitionspaket aufgesammelt habe, habe ich jetzt hier den Vorteil und werde dieses Duell dann auch gewinnen. Was ist wichtig am Anfang? Ich würde einen Spawn wählen, der möglichst nah am Fluss ist. Möglichst auf der Nordseite, weil die Airdrops meistens auf der Nordseite vom Fluss landen und ihr dann einfacher an die rankommt. So, jetzt ist er leer, er kommt nicht vor mir weg. Und ja, ich habe den ersten Frag, bin jetzt auch schon Stufe 3 direkt. Das heißt, ich kann jetzt zweimal leveln. Ich nehme in der Regel immer erstmal das Gunhandling und dann nehme ich die Abklingzeit der Funkordnung. Macht am meisten Sinn, finde ich. Gunhandling ist nie verkehrt, kann man leichter Schüsse treffen. Funkordnung brauche ich im Einzelmodus im Solo immer mal wieder, also häufiger als im Platoon. Und die Reichweite ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich das spammen kann und sehe, was um mich rum passiert. So, neben Dynamik auf Stufe 4. Weil ich auch vorhabe, auf Dynamik bzw. Beweglichkeit und so weiter am Ende zu gehen. Und wenn ihr jetzt guckt mit der Munition, ich habe jetzt genug Heat gesammelt. Und wenn ihr genug Heat gesammelt habt, solltet ihr direkt auf die Heat wechseln. Denn die Heat-Munition macht nicht nur mehr Schaden, sondern hat auch noch mehr Durchschlag. Das heißt, sie ist quasi total überlegen gegenüber der AP. Außer, dass man natürlich eventuell, wenn man Ketten trifft oder so, nicht durchkommt. Aber sobald man die verbesserte Munition hat, sollte man sie auch auf jeden Fall schießen. Und in diesen Duellen, ihr seht jetzt, der hat wahrscheinlich auch schon Airdrop aufgesammelt, so mit seiner Heilung und allem, ist es wichtig, dass ihr wirklich alles, was ihr habt, benutzt. Vielleicht eine Nebelwand kann man drauf verzichten. Ansonsten die Luftschläge müsst ihr raushauen. Ihr müsst die Heilung raushauen. Ihr müsst den Boost raushauen. Ihr müsst im Prinzip alles benutzen, was ihr habt, um diese Duelle zu gewinnen gegen gleichwertige Gegner. Und das muss man natürlich am Anfang so ein bisschen lernen. Ich hatte auch die Probleme in den ersten paar Runden, wo ich dann ein bisschen überfordert war mit dem Multitasking. Aber eigentlich, wenn man da ein bisschen spielt, kommt man da rein. So schwer ist es dann doch nicht. Und ja, ist jetzt eine knappe Kiste hier. Ein Schuss mehr und ich wäre tot. Hat aber gereicht so und jetzt bin ich auch schon Level 5. Auf Level 5 gibt es das Kanonen-Upgrade. Nimmt auf jeden Fall Schaden pro Schuss. Durchschlag braucht ihr nicht. Also ihr kriegt ja beides. Ihr kriegt ja sowohl Durchschlag als auch Schaden pro Schuss. Ihr kriegt halt nur mehr Schaden und weniger Durchschlag, wenn ihr das Rechte wählt. Aber trotzdem, der Durchschlag reicht so oder so aus in diesem Zeitpunkt. Gerade wenn ihr so schnell levelt. Die meisten sind jetzt noch Stufe 3 oder 4. So, ich will jetzt auch wieder Beweglichkeit und nicht Strukturpunkte, weil ich vorhabe, am Ende auf den Autoloader zu gehen, der meiner Meinung nach overpowered ist. Egal bei welcher Nation. Bei den Deutschen ist er vielleicht noch am lustigsten, weil ihr pro Schuss den höchsten Alpha habt. Aber egal welche Nation ihr spielt, die Autoloader, AE-Autoloader, sind meiner Meinung nach komplett überzüchtet in diesem Modus. So, ich bin jetzt Stufe 6, kann davon ausgehen, ich bin der höchste Panzer und jetzt geht es eigentlich darum, diesen Vorsprung einfach beizubehalten. Falls irgendwo jetzt ein Airdrop kommen sollte, werde ich dann mich da direkt hinbewegen, weil
die Airdrops halt das sind, was euch am meisten Erfahrung gibt und halt auch die wichtigen Utensilien gibt, wie den Luftschlag, wie die Heilung mit der 8, wie die 9, wo ihr einen Kreis um euch herum habt und die Gegner verlangsamt und dergleichen. Und auch die 6, wo ihr schneller schießen könnt. Das sind halt alles Sachen, die ich dann in diesen Kämpfen benutzen muss. Um dahin zu kommen, muss man Sichtweite nehmen, anstatt der Drehgeschwindigkeit vom Turm. Das ist halt so, deswegen wähle ich jetzt diesen Weg. Das ist so eine Stufe, Stufe 7, wo ich jetzt nicht sagen würde, das eine ist unbedingt besser als das andere. Falls jetzt irgendwo ein Airdrop kommt, würde ich mich auf jeden Fall direkt dahin bewegen. Ich bewege mich jetzt auch direkt Richtung Mitte. Ich gehe jetzt nicht irgendwie außen lang und suche irgendwelche vereinzelten Panzer, die meinen, sie müssten sich verstecken, um möglichst irgendwie noch in Rang zu kommen, wo sie ein paar Streifen kriegen. Es gibt nämlich immer so Spieler, die einfach nicht kämpfen wollen, sondern die einfach nur versuchen, sich über ja ein Katz-und-Maus-Spiel, was weiß ich, wie man es nennen will, in irgendeinen Rang zu befördern, wo sie sagen können, okay, das reicht mir, kriegen sie am Ende ein oder zwei Streifen und dann ist gut. Aber wenn ich das Spiel gewinnen will, dann kann ich so nicht spielen, dann muss ich auf diese Airdrops gehen, die ganze Zeit. Von Anfang an und dann mit dem Vorteil, den ich dadurch habe, dominieren. Da ist der nächste Airdrop so. Und jetzt passiert immer die Situation, dass halt auch ein sehr hochgelevelter Gegner schon da ist und er kriegt den Airdrop. Ich setze einen Airstrike auf ihn drauf, kriege den selber aber vielleicht noch ab im Stun. Ja, auch ein bisschen Schaden oder was. Nimm jetzt direkt den Heal und habe im Prinzip alles bis auf die Nebelwand jetzt rausgehauen. Bin im Kampf drin und kann jetzt eigentlich auch nicht leveln, weil ich will ja auf den Autoloader gehen, bin Stufe 7. Also selbst wenn ich im Kampf mal eventuell kurz leveln könnte, könnte ich es jetzt nicht machen, weil ich dann den Autoloader hätte und der lädt komplett nach. Wie ihr jetzt sehen könnt, Sprenggranaten. Stufe 8, so, und jetzt lade ich 16 Sekunden nach. Da kommt der nächste Gegner, geht mich an. Das heißt, ich muss natürlich flüchten. So, jetzt hätte ich eigentlich auf die 9 drücken sollen. Habe ich irgendwie vercheckt in dieser Situation. Was ich aber ganz okay gemacht habe, ist, diesen Airstrike zu setzen auf mich. Ich fahre weiter, er fährt hinter mir her. Fährt komplett rein. Und jetzt habe ich den Autoloader fertig und kann ihn rausnehmen. Er ist auch deutlich unter mir im Level. Das heißt, es war von ihm gar nicht so klug, mich da anzugehen. Aber gut, solche Situationen werdet ihr immer wieder haben. Jetzt loote ich ihn noch. Wieder ein bisschen mehr Munition. Ihr könnt sehen, ich habe 48 Schuss von der verbesserten Munition. Das heißt, ich brauche die normale überhaupt nicht mehr zu schießen. Ja, kann sehen jetzt hier vor mir ist ein Gegner. Der ist auch nicht besonders hoch von der Stufe her. Vielleicht Stufe 4 oder sowas. Zack, zack, zack. 1400 HP weg. Komplett overpowered. Ja, wenn ihr dann Stufe 8 seid und die sind Stufe 5, Stufe 4, die haben absolut keine Chance mehr gegen euch. Ihr fahrt dahin, gebt den 3 mit. Zur Not fahrt ihr halt nochmal kurz weg. Ja, habt ihr genug HP, heilt euch und kommt wieder und dann ist vorbei oder setzt noch einen Luftschlag hinterher. Bum, 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 fertig. Mit dem Russen oder Ami wird es genauso aussehen, dann werden es halt 2 Schuss mehr, die jeweils ein bisschen weniger Alpha haben oder 1 Schuss mehr. Loote ihn, habe wieder noch mehr Munition, habe eigentlich jetzt unten, ich habe alles am Start. Ich habe wirklich von allem was am Start und jetzt kann eigentlich ja im Prinzip jeder Gegner kommen und würde wahrscheinlich ein Duell gegen mich verlieren, weil ich einfach Stufe 8 bin, alles habe. Es müsste ein anderer kommen, der Stufe 8 ist, aber ich habe so viele Airdrops gesammelt, ich habe so viele Kills gemacht. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich jetzt überhaupt noch irgendwie, dass es überhaupt einen anderen auf dem Server gibt, der vor mir ist. So, der Typ ist weggefahren, hat mich auch, glaube ich, gar nicht gesehen, weil er mich nicht gespottet hat, weil er halt einen Turm nach vorne geguckt hat. So, und jetzt AE in die Seite, 1138, bumm, zack, weg. Ja, das ist dann dieser Moment, wo ihr einfach nur noch dominiert. Jetzt geht es einfach nur noch darum, das Ganze runterzuspielen. Wie macht man das? Ganz einfach, man lässt die Gegner keinen einzigen Airdrop mehr holen. Irgendwo ein Airdrop runtergeht, ihr fahrt hin, holt euch den und verhindert somit, dass die Gegner irgendwelche Utensilien aufsammeln können, die sie wirklich gebrauchen, die sie wirklich in den Fights auch brauchen und dass sie halt Level machen. So, da ist der nächste Airdrop. Ich will eigentlich hinfahren, aber sehe halt einen Gegner. So, der ist jetzt, was weiß ich, Stufe 6 oder 7, würde ich sagen.
Und ihr seht 577, dann nochmal, mach alleine 1537 mit diesem Autoloader, knall ihm noch einen Airstrike auf den Kopf und das war's mit ihm. Ja, und der war von der Stufe her ungefähr, sag ich mal, ja, so zwischen 6 und 8, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber er ist halt den Weg gegangen des Einzelladers, also kein Autoloader genommen und das ist meiner Meinung nach ein massiver Nachteil am Ende. Selbst wenn ihr auf wirklich auf Struktur geht und Heavy so, dann habt ihr vielleicht 2600 HP oder was, dann kommt der Autoloader halt zweimal und macht euch dann weg. So, der letzte Gegner. Ja. Damit hat sich das erledigt. Runde ist vorbei. Zehn Minuten hat das Ganze ungefähr gedauert. Bin am Ende Erster geworden. Und es war, glaube ich, eigentlich nur kritisch ganz am Anfang, so dieser zweite oder dritte Kampf, wo ich fast gestorben wäre. Ansonsten danach ist es eigentlich nur noch ein Runterspielen, weil man halt diesen Vorteil hat. So. Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Ich wiederhole es nochmal und fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, ihr sucht euch einen Spawn aus in der Nähe vom Fluss, möglichst nördlich vom Fluss, fahrt dann Richtung Fluss und sammelt auf dem Weg natürlich die Dinger auf. Sobald der erste Airdrop kommt, fahrt ihr direkt hin und holt euch den. Müsst natürlich den Kampf eventuell gewinnen. Falls ihr das tut, seid ihr erstmal gut vorne. Seid Level 4, Level 5 und könnt dann im Prinzip entweder auf Jagd gehen oder sagen, ich fahre jetzt weiter halt. Ja, macht man natürlich automatisch weiter. Versorgungsmaterial einsammeln. Ich spule mal kurz ein bisschen weiter, damit man nicht dieses wunderschöne Bild von mir hat. Oh ne, es ändert sich nicht mehr. Fahrt weiter, sammelt auf. Ja, und jeder Airdrop, der kommt, gehört ab dem Zeitpunkt euch. Klingt ein bisschen übertrieben, aber ihr geht jedes Mal ran. Ihr geht jedes Mal hin und ihr bewegt euch eigentlich auch nur noch im Zentrum, beziehungsweise halt irgendwo in der Nähe vom Fluss, weil dort die meisten von diesen Dingern abgeworfen werden. Jedes Mal direkt hinfahren und dann im Kampf wirklich dran denken, alles benutzen, nur noch die Heat schießen. Und ja, ich würde sagen, mit jeder Nation auf den Autoloader gehen. Es ist natürlich eine Sache, wenn man da mal keine Lust zu hat, kann man auch was anderes wählen. Man kann auch mit anderen Setups am Ende gewinnen. Aber ich glaube, im Autoloader ist es am einfachsten und eventuell auch am lustigsten. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen zu dem Modus. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video.